Felsenburg wurde von den Kuhnringern Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut. Azzo von Gobertsburg, Stammvater der Kuhnringer, erwarb das Gebiet um die Burg vom Kloster Tegernsee. Sein Enkel Hadmar I. erbaute die Burg. Die Stadt Dürnstein und die Burg sind durch eine Wehrmauer, eine verlängerte Stadtmauer, verbunden. Oberhalb der Kapelle lag einst der innere Burghof, darin ein mächtiger Felsblock mit ausgehauenem Felskeller. Bekannt ist die Burg, da der englische König Richard Löwenherz, der vom dritten Kreuzzug heimkehrte, von Dezember 1192 bis März 1193 auf Initiative von Herzog Leopold V. unter Hadmar II. In Dürnstein oder einer Nebenburg gefangen gehalten und dann an den deutschen Kaiser Heinrich VI. Ausgeliefert wurde. Im Jahr 1306 wurde erstmals eine Burgkapelle erwähnt, dem Evangelisten Johannes geweiht. 1588 wurde das Burgschloss durch Streuen von Schwarzenau als Festung wiederhergestellt. 1645 eroberten die Schweden in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges unter Lennart Torstensson auch Dürnstein. Bei ihrem Abzug sprengten die Schweden die Toranlage der Burg. . 1662 war die Burg nicht mehr bewohnt, hätte aber wieder instand gesetzt werden können. Ein Jahr später schien Dürnstein Schloss unter den Zufluchtsorten in der Türkengefahr auf. 1679 war das Burghaus endgültig nicht mehr bewohnbar und ab nun dem Verfall preisgegeben. A
1882 wurde die Starhemberg-Warte oberhalb von Dürnstein errichtet. Fürst Camillo Starhemberg ließ den Zugangsweg auf eigene Kosten anlegen. Dieser Weg ist heute Bestandteil des Welterbesteigs Wachau. Herzog Leopold der Tugendhafte hatte sich bei der Erstürmung der Feste am 12. Juli 1191 ganz besonders hervorgetan, ja als erster das österreichische Banner auf dem Wall wehen lassen. Das erzürnte den englischen König Löwenherz dermaßen, dass er das Banner umstoßen und durch den Schmutz schleifen ließ. Solche Entehrung konnte sich der Herzog nicht bieten lassen, also ließ er dem König, da dieser auf dem Landweg verkleidet seiner Heimat zustrebte, auflauern und ihn im Rüdenhause zu Erdberg festnehmen, übergab ihn auch seinem getreuen Ministerialen Hadmar II. Auf Dürnstein in ritterliche Haft, bis er seinen hochfahrenden Frevel durch ein Lösegeld gesühnt hätte. Indessen harrten des Königs Getreue in England vergebens seiner Rückkehr. Doch nicht er kam, sondern nur die üble Kunde, er werde irgendwo in Deutschland oder Österreich in Haft gehalten, derweil er den Herzog schwer beleidigt habe und auch Kaiser Heinrich VI. Im Gram sei. Da machte sich des Königs Sänger Blondel auf, den Ort seiner Haft zu erkunden und den geliebten Herrn zu befreien. Er zog mit seinem Saitenspiel von Burg zu Burg, schlich in dunkler Nacht vor die vergitterten Luken der Verliese und stimmte des Königs Lieblingslied an, das beide in glücklicheren Zeiten so oft miteinander gesungen hatten. Immer und immer wieder zog er enttäuscht weiter, da das erwartete Echo aus Kerkermauern ausblieb und kam so auch vor die Burgfeste Dürnstein. Da, horch, kaum hatte er die Laute in rührenden Akkorden ertönen lassen und des Liedes erste Verse wehmutsvoll in die Nacht hinausgesungen, da setzte eine geheimnisvolle und doch so bekannte Stimme das Lied fort. Der König war gefunden, und bald wurde er mit Englands gutem Geld der Haft ledig.
Am 20. November 860 erfolgte durch König Ludwig den Deutschen eine große Landschenkung an das Erzstift Salzburg im Donautal, Carantanien und Pannonien. Dadurch wurde der Ort Leuben, der zur Gemeinde Dürnstein gehört, erstmals urkundlich erwähnt. Der später heilig gesprochene König Heinrich II., Kaiser ab 1014, schenkte im Jahr 1002 dem Kloster Tegernsee zwei Huben bei Leuben zwischen Wartstein und Holinstein in der Mark des Babenbergers Heinrich I., wodurch sich das territoriale Gebiet von Leuben entsprechend vergrößerte. Infolge der Säkularisation wurde Leuben 1803 Staatsherrschaft, was die Herrschaft des Klosters Tegernsee beendete. Am 11. November 1805 ereignete sich die Schlacht bei Leuben-Dürnstein, die noch am gleichen Tag endete und den Ort mit in die Napoleonischen Kriege verwickelte. 1811 wurde Leuben an Graf Alois Geniceo für 158.400 Gulden versteigert. Bis 1902 brachte die Eröffnung der Dampfschiffstation an der Donau einen wirtschaftlichen Aufschwung für den Ort. In der Folge wurde 1906 mit der Erbauung einer Hochquellwasserleitung in Dürnstein begonnen und 1909 mit dem Bau der Wachauer Bahn. Bis 1994 wurde Dürnstein das Europadiplom verliehen und 2000 wurde die Stadt gemeinsam mit der Wachau zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Thank you.
Die Gebäude und der große Grundbesitz gehören heute dem Augustiner Chorherrnstift Herzogenburg, das auch die Pfarre Dönstein betreut. Der Turm der Stiftskirche mit seiner blau-weißen Färbung gilt als das Wahrzeichen der Wachau. Geweiht ist die Stiftskirche, die seit 1745 auch Pfarrkirche ist, der Aufnahme Mariens in den Himmel. Das Patroziniumsfest ist also am 15. August. Im Jahr 1372 wurde am Platz des heutigen Stifts eine Kapelle gegründet. 1400 wurde diese erweitert und eine Krypta gebaut. Stift Dürnstein wurde 1410 gegründet. Mit der Klosteraufhebung 1788 unter Kaiser Joseph II. Kam Stift Dürnstein mit seinen Pfarren und den dazugehörigen Gebäuden zum Augustiner Chorherrnstift Herzogenburg, dem es heute noch angehört. Der dazugehörige große Grundbesitz fiel an die Fürstenfamilie Starhemberg, die den Besitz noch heute verwalten. Die Weingärten wurden 1938 an die Winzergenossenschaft Dürnstein verkauft. Die heutige Innen- und Außengestaltung stammt von den Architekten und Baumeistern Josef Mungenast, Jakob Brandtauer und Matthias Steindl. Als Dürnstein sein barockes Aussehen erhielt, standen Religion, Wissenschaft und Kultur in enger Wechselbeziehung. Am auffallendsten ist der blau-weiße Turm der Stiftskirche, der in seiner ursprünglichen Farbgebung wiederhergestellt wurde. Das theologische Programm des Dürnsteiner Stiftsturms lautet: Im Kreuz ist Heil, durch das Kreuz sind wir gerettet, alles Leid mündet in die Herrlichkeit der Auferstehung ein. Der Turm ist mit kostbaren Reliefs des Leidens Christi überzogen. Auf der Bekrönung steht das verklärte Kreuz. In diesem Zeichen hat Christus Leid und Tod besiegt. Unter dem Kreuz stehen als dessen Interpreten die Evangelisten. Vier Obelisken am Turm tragen die Bilder der Apostel. Sie sind Zeugen Christi, Zeugen seines Lebens, Leidens und Auferstehens. Bei der Restaurierung in den 1980er Jahren stieß man auf eine blaue Färbelung. Aufgrund der zahlreichen Rechnungen unter Propst Hieronymus über blaue Farbstoffe wird angenommen, dass der Turm der Stiftskirche zur damaligen Zeit diese Farbe bekam. Daher entschloss man sich, dem Kirchturm diese als ursprünglich angesehene Farbe zu geben. Thank you.
300 Jahre nach der Gründung des Klosters wurde 1710 Hieronymus Übelbacher zum Propst gewählt. Das Gebäude war in schlechtem Zustand und so beschloss er, es zu barockisieren. Er verband dies mit einem großen inhaltlichen Konzept und war Mittelpunkt und Koordinator des künstlerischen Programms. Zwei Jahrhunderte konnten am Kloster nur die dringendsten Erhaltungsarbeiten ausgeführt werden. Seit 1985 war es durch eine gemeinsame Initiative von Stift Herzogenburg, Land Niederösterreich, Diözese St. Pölten, Wissenschaftsministerium, Stadt Dürnstein, Medien und vieler privater Spender möglich, die Gesamtkosten von 50 Millionen Schilling aufzubringen und das Gebäude außen sowie in bedeutenden Innenbereichen einer gründlichen Restaurierung zu unterziehen. 1994 wurde mit den Arbeiten in der Gruftkapelle begonnen. 1998 konnte mit dem Erntedankfest auch der Abschluss der Außenrenovierung gefeiert werden. In den letzten Jahrzehnten wurde die Anlage immer wieder renoviert. Mit dem Umbau im Winter 2018-2019 wurde die neue Dauerausstellung Entdeckung des Wertvollen in teilweise der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglichen Räumlichkeiten, wie zum Beispiel der gotischen Säulenhalle, eingerichtet.